Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zu meinem Let's Play der Demo von Final Fantasy 15 Episode Duskae. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich hatte auch nie Latein oder sowas in der Schule. Jedenfalls, ja, endlich ist sie da, die Demo zu Final Fantasy 15. Habe ich im Vorfeld wirklich sehr lange drauf gewartet und habe mich sehr, sehr darauf gefreut. Ich habe mir eigentlich Final Fantasy Type-0 HD für die PS4 jetzt nur gekauft, weil ich diese Demo haben wollte eigentlich. Also nicht, dass das andere Spiel schlecht ist oder so, ist wahrscheinlich auch ganz toll, aber eigentlich wollte ich wirklich nur die Demo von 15 haben. Denn wer mich kennt, der weiß, ich hasse, wirklich, ich hasse brutal Final Fantasy 13 und alles, was damit zusammenhängt. Und nein, ich bin nicht einfach nur ein blöder Hater, ich habe da auch wirklich Gründe für. Sehr gute Gründe sogar, wie ich finde. Und wenn da Interesse besteht, kann ich das ja auch nochmal in dem Video verpacken. Aber jedenfalls möchte ich jetzt einfach nur sehen, ob Final Fantasy sich wieder, ich sag mal, rehabilitieren kann, ob Square Enix das hinbekommt, die Serie wieder nach oben zu hieven. Die Erwartungen sind groß an Final Fantasy 15. Ist ja nicht schon seit Ewigkeiten in Entwicklung. Erst als Final Fantasy Versus 13, also nach einer Entwicklungszeit von über 10 Jahren mittlerweile, sollte da schon was Gutes mit rauskommen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass die wieder zurückfinden zu ihrem alten Standard, zu ihrer alten Qualität, die einfach komplett bei Final Fantasy 13 verloren gegangen ist. Und ich versuche das Ganze wirklich ganz objektiv zu betrachten. Ich werde jetzt nicht irgendwie Fanboy sein und alles in den Himmel loben. Ich werde jetzt aber auch nicht hier total rumhaten und nur weil ich 13 kacke fand, jetzt auch sagen, ist alles schlecht, ist ja nicht so wie früher. Nein, mache ich nicht. Ich versuche das objektiv zu betrachten. Und ich habe jetzt die ganze Zeit hier rumgelabert im Startbildschirm. Es tut mir leid. Aber wenn ihr euch alleine schon das Lied anhört, ach, endlich kann man es wieder mal hören. Sumnus, damals noch bei Final Fantasy Versus 13, angekündigt als Titellied, komponiert von Yoko Shimomura, der Komponistin, die auch die gesamte Musik für die Kingdom Hearts Spiele macht. Und wir haben einen riesigen Ladebildschirm. Ja. Gut, ich denke, ich mache hier mal einen Cut, damit es für euch jetzt direkt gleich losgeht. So, genug geladen jetzt. Kann mal bitte einer den scheiß Wecker da jetzt ausmachen? Das geht mir auf den Sack. Alle stehen so auf, aber keiner fühlt sich bemüht, den Handywecker da irgendwie mal auszumachen. If only somebody hadn't wrecked the car. Unbelievable. Oh, I would hate to be that guy. Oh, come on, don't be that way. You know I didn't mean to do it. Of course not. Sabotage is far beyond you. Aha, sie halten es dem Pendant noch hin. Damit er das Handy jetzt ausmacht oder was? Seid ihr behindert? Ach, danke, es hat aufgehört. It's futile. Rise and shine, Princess. Tremors. No, you did it. Just call me Titan. Morning there, buddy. Eyes open. And he's up. Not technically up. Not technically having our automobile repaired and heading to Corsus, then? No turning back now, Your Highness. Gotta pay his enormousness a visit. Yeah. Wonder what it's like outside.
Wow! Couldn't ask for better weather. Ah, good day for walking. Aren't we lucky? Ja, ich möchte mal an dieser Stelle erwähnen, dass sie gerade alle Stunden gepennt haben, aus dem dreckigen Zelt aufgewacht sind und ihre Haare sind perfekt gestylt. Ja, doch, das sieht schick aus. Kann ich nicht anders sagen. Ist schick. Los geht's mit dem Boygroup Roadtrip. We're well short of the amount due, I'm afraid. We need to think bigger, like behemoth big. Hunting down its horns could get us the money, if it doesn't get us killed. Wouldn't worry. We're as good as dead without the car anyway. Might already be a lost cause. Hey, if Cindy says she can fix it, that's good enough for me. And since she's gone to all the trouble of servicing it nearby, we need only concern ourselves with one thing and one thing alone. The money. Simple enough. We hawk whatever we hunt till we come up with the cash, then fetch the car. Ja. Okay. Jetzt haben wir wahrscheinlich erstmal so eine, ich sag mal, eine Tutorial-Phase, vermute ich. Kann ich mich nicht bewegen? Hallo? Kamera geht nicht. Bewegen geht nicht. Ist mein Controller leer? Ah, okay, jetzt darf ich. Hm. Na gut. Ja, also ich muss es nochmal sagen, wenn wir uns hier so umsehen. Also fett sieht es definitiv aus. Das lässt sich nicht bestreiten. Man muss es natürlich auch sagen, wenn ich jetzt in die Ferne gucke, dann ist es noch so ein bisschen pixelig, ein bisschen krisselig. Aber hey, es ist eine Demo. Das ist ja noch kein komplett fertiges Spiel. Da werden sie sicherlich noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist jetzt im Moment das Einzige, was mir gerade ein bisschen sauer aufstößt. Wirklich schick. Aber gut, dann laufen wir jetzt mal zu unseren Kameraden. Ich laufe mit meiner Gang. What do you say we check this out? What? Nice. Oh, da hatte ich im Hintergrund noch einen Download an. Sorry. Okay, dann laufen wir gerade hin. Auch schön, dass die mir hier Hinweise geben, anscheinend auf der Map. Hey, take a look. What do you make of this, Nacht? Hm? Ah, okay. Ja, Steckbrief für einen BM auf, anscheinend. Hold up a sec. Huh? Ja, natürlich. Wir kennen das Kampfsystem ja noch nicht. Also wäre es wahrscheinlich ganz sinnvoll, wenn wir mal ein Tutorial spielen. Ich will ja nicht direkt komplett auf die... Wow. Schwoing. Woher auch immer er sich dieses gigantische Schwert gerade gezogen hat. Aber gut, das machen sie in Final Fantasy alle. Ah, okay, jetzt eigentlich erstmal ausweichen. Okay. Ah. Also fürs Dodgen musste ich wirklich nur L1 anscheinend gedrückt lassen. Nichts anderes und der macht dann den Rest. Aber es kostet mich wohl MP, wie ich unten rechts sehe. Wow, look at this guy. Ja, hast du mich jetzt mal ein bisschen genug angegriffen? Reicht das jetzt, oder? Ja, reicht. Okay, also mit Viereck greifen wir an. Dann machen wir das doch mal. Ja, ich muss dabei... Weiß ich nicht, muss ich jetzt
immer wieder Viereck drücken oder nur gedrückt halten? Da steht jetzt halten, aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an für mich. Als Actionspieler in der Regel. Au! Ah, da habe ich eine kassiert. Da hätte ich ausweichen müssen. Ja, der Tutorial ist schon vorbei. Ah nein, nächste Runde anscheinend. Tachio, was für ein Ding? Was für ein Sprung? Tachionensprung. Ah, okay, das ist das, was wir aus den Trailern kennen. Dass er sein Schwert irgendwo hinwirft und sich dahinter teleportieren kann. Oh. Also zum einen eine geile Art zu reisen, zum anderen muss der wirklich was im Ei haben, wenn der sein Schwert so weit und so hoch schmeißen kann, der Gute. Okay, damit kann ich also im Kampf geschehen. Au! Ich sollte mehr auf meine Verteidigung achten, glaube ich. Scheiße. Ah, okay, es gibt diese Waffentext. Au! Alter, wie ist das mit dem... Ich muss mal hier auf eine offene Dings von ihm hoffen, damit ich mal das einsetzen kann, aber... Ah, okay. Subvita habe ich jetzt gemacht. Anscheinend. Hm. Au, lass mich doch mal in Ruhe. Ich habe keine Dings. Ich muss mal... Ah, jetzt hat es funktioniert. Okay. Ich glaube, vorher hat er ja abgewehrt und deswegen hat er das nicht genommen. Ah, okay. Also alles kostet mich MP. Und ich habe keine mehr. Ah, dann gehen wir jetzt hier mal in Deckung. Ah, und dann sehen wir jetzt unten rechts, wie die MP ganz schnell wieder nach oben geht. Lass mich in Ruhe. Kriegst du mich nicht? Wo bin ich? So, unsere MP ist wieder da. Jetzt können wir ihm, glaube ich, mal ein bisschen Konter geben vielleicht. Ah, okay. Das war jetzt ein Rundumschlag. Nachdem ich die Waffe gewechselt habe, konnte ich das machen. Schieß Tutorial ist aber ganz schön lang. Parieren. Ah, okay. Also nochmal richtig kontern auf Reflexe gibt es anscheinend doch. Ich wollte gerade schon sagen, ist aber sehr anspruchslos mit dem Abwehren, wenn ich nur L1 gedrückt haben muss. Aber jetzt muss ich anscheinend auf der richtigen Zeit drücken. Oh! Okay. Gerade merke ich hier über Anspruchslosigkeit und Dreck kassiere ich. Hä? Ich will doch parieren. Ich greif doch. Ach. Ah, ja. Ah. Okay. Ich muss trotzdem L1 gedrückt halten und dann. Ich dachte, ich muss einfach im richtigen Moment angreifen. Ja, das ist. Ja, mein Fehler. Zack und. Bam! Okay. Und ich muss nochmal, ganz kurz nochmal erwähnen, wirklich sehr schön diese ganzen Lichteffekte und so weiter, die hier drin sind. Wenn er da ihm auf die Oma haut, diese ganzen Partikel, die da rumfliegen, alles sehr schick. Was anderes hätte ich jetzt aber auch von Final Fantasy nicht erwartet. Ah, whoops, ich sollte weniger reden und mehr aufpassen, was hier vorne passiert. Ich muss wieder MP sammeln, glaube ich. Hasch mich, du kriegst mich nicht. Ich hab jetzt... Au! Fuck you! Oh, was? Ich bin... Nein! Bin ich jetzt tot? Ah! In Deckung gehen, dann müsste ich... Lass mich in Ruhe! Okay, that's not the prince I know! Ich halte dich nur, damit ich hier wieder auf die Fresse hauen kann! Das Tutorial kann jetzt aber auch langsam mal vorbei sein, bitte. Ich möchte jetzt endlich richtig spielen! Waffe anlegen. Was denn jetzt noch? Okay, ah, das ist jetzt unser Menü. Ah, okay.
Da haben wir jetzt hier Schwert. Und wir sollen irgendwie den Zweihänder jetzt ausrüsten. Hä? Aber ich verstehe jetzt nicht genau, wie ich den... Der ist doch schon ausgerüstet. Das checke ich jetzt nicht. Da habe ich wahrscheinlich zu schnell unaufmerksam gelesen. Nee. Was haben wir hier? Ah, okay. Ich habe sogar Potions. Okay, jetzt haben wir mal hier den Zweihänder. Ah, dann fängt er anscheinend die Angriffskette anders an. Das ist interessant. Okay, dann kann ich, je nachdem, wie ich mir meine Schwerter ausrüste, anscheinend andere Angriffsketten zusammenbasteln. Hat zumindest das Potenzial, wirklich Tiefe zu haben. Wow! Okay. So, machen wir mal hier ernst. Serious shit. Ist ja auch nervig. Ich konnte ihn jetzt nicht treffen, als er auf dem Boden lag. Ich hoffe, das ist bei den normalen Gegnern nicht auch so. You owe me one. Thanks. I owe you one. Ah, endlich Tutorial vorbei. Okay, gut. Jetzt haben wir die grundlegende Steuerung gelernt. Und dann können wir jetzt hoffentlich endlich loslegen. Ich meine, so richtig. Genau, wir müssen diesen Behemoth jetzt... Well, it's not far from here. Ein gigantisches Unterfangen. Ah, okay, jetzt kriege ich hier also Questmarker. Und ich sehe ihn auch da hinten schon. Das Gelbe. Würde ich sagen, laufen wir da mal hin. Ich muss nochmal... Waffen... Was habe ich jetzt hier so dabei? Kann ich hier noch irgendwas umrüsten? Ich nehme mal wieder hier den... das normale Schwert. Ich nehme mal über Drachenlanze. Ja. Ja, schön, dass ich gleich eine Drachenlanze habe. Die erinnert mich doch direkt an den guten alten Cecil. okay, Ausrüstung von den anderen kann ich anscheinend nicht verändern. Aber gut, ist halt die Demo. Oh, sprengen kann ich auch. Oh, was ist das denn für ein Vieh? Jetzt schaut euch mal diese Landschaft an. Also wirklich, ich kann es nur nochmal sagen, das sieht verdammt fett aus. What are we looking at? This creature is known as a saber tusk. It skewers prey with its tusks, extracting game from the safety and comfort of burrows. Okay, also das werden wahrscheinlich meine ersten Gegner werden. That's a bit heartless. Yeah, don't think we'll be befriending any. Erinnere mich so ein bisschen an diese Viecher aus Elven Children. Okay, das ist jetzt hier der Kampfbalken anscheinend. Oder? Wow! Okay, jetzt bin ich wieder ein Kampfbildschirm anscheinend. Leute, macht sie alle nieder! Los, kämpft für mich! Na gut, mach mal mit. Okay, eben irgendwie hab ich geheilt. Man. Outstanding, Highness. Genau, und wir teleportieren uns dahin. All's well that ends well. Well, put it in the books. Okay, komm vorbei. Das war alles irgendwie ein bisschen sehr hektisch. okay, so kann ich schnell laufen, wenn ich 4 gedrückt lasse. Ein Haus!
Na, nur nochmal der Steckbrief. Gibt's hier sonst irgendwas? Kann ich da hochklettern? Nein, anscheinend nicht. Must touch shiny thing. Metallteil. Ja, okay, das sind anscheinend einfach nur Items, die hier so rumliegen. Anybody up for a light workout? Okay, das ist wohl so Final Fantasy 15s Variante von Q. Hey, look who's talking now. I'm up for it if you guys are. Das kennen wir natürlich auch schon aus diversen anderen Spielen und aus 12. Do you guys see what I see? Und wait, what? Das gefällt mir schon wieder richtig gut, dass sie hier sagen von wegen, also dass mir meine Teamkollegen, dass die mir Hinweise geben, was auf der Map so los ist und so weiter. Das erinnert mich so ein bisschen an Dragon's Dogma, falls das einer von euch gespielt hat. Here we are. Sure. Look, Arisen. What is this, Arisen? Wolf Hans and Pax. Ja, Dragon's Dogma war cool. Ich hoffe, da kommt auch noch mal ein anständiger Nachfolger. Stay sharp. Und ich finde es wirklich toll, dass sie mir halt, wie gesagt, Informationen nebenher geben. So, töten wir mal das Ding. Denn anscheinend kriege ich dafür extrem viel XP. Wie er gerade da stand. Okay, da hat die Distanz nicht ausgereicht. Du bist aber auch ein dicker Brummer. Oh, was ist das? Negative Zustandsveränderung, anscheinend. Bam! Das war ein schöner Drachensprung. Cecil wäre stolz auf uns. None the worse for wear. Ich muss sagen, das Einzige, was ich jetzt gerade sehr vermisse bei den Kämpfen, ist die Fanfare. Warum kriege ich keine Fanfare, wenn ich einen Kampf fertig habe? So ein schönes kleines na 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 na. Das fehlt mir gerade noch. Aber gut, vielleicht kommt das einfach nur, wenn ich Bossgegner besiegt habe. Das war ja bei Final Fantasy 12 genauso. Wow, verfehlt. Komm her, du Mistvieh. Onward. Oh, da hinten ist was Krasses. Kann ich eigentlich schwimmen? Nein, anscheinend nicht. Hier ist eine unsichtbare Wand. Vielleicht geht das ja später im Hauptspiel. Aber in der Demo darf man, glaube ich, noch nicht zu viel erwarten. Hey, da liegt wieder was rum. Lindwurmschuppe, mhm. Bleib doch mal stehen jetzt. Oh, komm her jetzt hier. What? Wo sind die Gegner? Da hinten. Oh, sag mal. Was ist denn mit der Kamera los? Oh, meine Güte. Also, das Kampfsystem an sich ist okay, aber es wirkt gerade noch sehr hektisch alles auf mich. Vielleicht ändert sich das, wenn ich mich ein bisschen eingespielt habe und ich ein bisschen mehr weiß, was ich wirklich mache hier. Aber im Moment wirkt das alles noch sehr hektisch, sehr unübersichtlich. Steine klettern können wir auch. Persistent little devils, I'll give them that. But I can be persistent too. Laufen wir jetzt einfach mal zum Wegmarker. Wow. Do you guys see what I see? Yeah. Ja, was siehst du denn? Oh. Fußspuren.
This way, if the map's anything to go off. Ja, okay, Navigationssystem. Das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich mehrere Questziele. Ja, genau, okay, hier haben wir eine Karte. Die habe ich vorher auch noch nicht entdeckt gehabt. Und dann können wir uns jetzt hier Punkte setzen, anscheinend. Ja. Wobei, es sieht so aus, als könnte ich nur festgesetzte Punkte anvisieren. Gibt es auch nicht so einen freien Marker? Das wäre schön, wenn ich mir halt wie bei GTA oder sonst wo halt einen freien Marker setzen könnte einfach. Aber es geht anscheinend nicht. Unsere Boygroup steht im Wasser wie auf einem CD-Cover. Oh yeah. Ah, ich genieße jetzt einfach wirklich nochmal diese Landschaft, denn die ist wirklich einfach verdammt schick. Und dabei bin ich gar keine Grafikhure. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sämtliche Übernachtungsbasen sind... Okay. So, where are we staying tonight? Ah, okay, es wird dunkel. Here works. Camp it is. Okay, also sie wollen zelten und schlafen gehen. Und damit geht anscheinend der erste Tag hier in der Region zu Ende. Und ich würde sagen, das ist auch ein guter Cut für das Ende des ersten Parts hier. Ich werde das jetzt so schnell wie möglich alles uploaden. Das soll nicht so lange dauern. Begleitet die Boygroup zusammen mit mir auch in den nächsten Parts. Und bis dahin sage ich tschö mit Ö.